Ist so gut wie erledigt, verehrte Prinzessin. Stets zu Diensten. Jetzt, da wir unser jüngstes Abenteuer bestanden haben, können wir uns zurücklehnen und entspannen. Mit dem sicheren Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Rapid Peach. Wir schlendern ganz entspannt über den Rücken dieses Flugwesens und sind ruckzuck am Ziel angekommen. Oh, streiche die Wörter entspannt, schlendern und keine Sorge. Gegner im Anmarsch!
Mario, geh in Deckung und lass dich nicht ungeschützt erwischen. Bewege dich von Deckung zu Deckung und vergiss das Angreifen nicht. Let's go! Versucht nun, sie zu erreichen, indem ihr euch zur Schwanzspitze des Mantas begebt. Du bist in Sicherheit, trotz dieser mysteriösen, bösen Energie, die unsere Waffen außer Gefecht setzt. Unsere Waffen funktionieren nicht? Ha, dann starten wir doch einfach unseren mächtigen Rasereiangriff. Der hat uns schon in so mancher Schlacht aus der Patsche geholfen. Mit der Raserei können wir diese eiförmigen Dinge ablösen. Und sobald ihr sie habt, könnt ihr sie auf die kugelförmigen Augapfelausstülpungen der Kreatur werfen, ihre Schwachstellen. Der letzte Schwachpunkt befindet sich hinter diesem Spalt. Wir müssen einen Weg finden, drüber zu kommen. Zeit für einen Teamsprung. Ich schaff das! 1A!
Unsere Waffen sind wieder einsatzbereit. Das heißt, in Deckung gehen, Ziel anvisieren und feuerfrei auf diese Strolche. Passt aber auf, denn diese Dimension ist anders als unsere. Nach einem Schuss könnt ihr euch nicht be... Okidoki! Diese Misera ist außerhalb unserer Reichweite. Trotzdem gehen ihre Energiewerte weit über das hinaus, was ich erfassen kann. Jede Hilfe ist uns willkommen. Mario, zeig mal, was deine neue Fähigkeit vermag. Apropos Fähigkeiten. Denkt daran, dass ihr beide über individuelle Techniken verfügt. Ich habe das Gefühl, dass ihr sie brauchen werdet.
Mexiko. Ah!
Yoshi! Herzlich willkommen, Mario und Rabbit Peach. Schön, dass ihr unversehrt seid. Eure Sicherheit ist für unsere Mission von entscheidender Bedeutung. Hey, hallo. Erinnerst du dich? Das Wesen, das dich erschaffen hat. Auch ich lebe noch. Ebenfalls erfreulich, aber in deinem Fall ist der kritische Erfolgsfaktor um 31,732193% geringer. Nehmt Genie ihre Arroganz nicht übel. Als neue künstliche Intelligenz des Schiffes hat sie erst gestern ein Ich-Bewusstsein erhalten. Offensichtlich ist da noch ein wenig Qualitätskontrolle erforderlich, aber da wir uns gerade in einer Notsituation befinden, wollte ich... Hallo, mein Kleiner. Interessant. Dem Anschein nach besteht diese Kreatur zu gleichen Teilen aus Rabbit und Luma. Folglich steckt eine große Menge Energie in ihr. Ich vermute, dass noch mehr davon über die Galaxie verteilt sind, aber mir fehlen die Daten, um eine genaue Zahlenangabe machen zu können. Misera nimmt die Galaxie ein, mit Hilfe einer zerstörerischen Energie namens Finsterzeit. Ich kann das Epizentrum dieser Aktivität ausmachen. Miseras Festung. Unser Schiff würde eine Ewigkeit brauchen, um von unserer aktuellen Position zu dieser Festung zu gelangen. Allerdings könnten wir mit Finsterzeit-Energie in gereinigter Form eine Reihe von Warp-Tunneln erzeugen, durch die wir quasi sofort dorthin gelangen würden. Genau das wollte ich unserem Freund hier gerade vorschlagen. Wie sollen wir deine Art eigentlich nennen? Aha, wie wäre es mit Rabbit Lumas? Wirklich? Wenn man es objektiv betrachtet, passt Rabbit Lumas doch eigentlich perfekt, oder? Der nächste Planet in Reichweite ist Strahlestrand. Dort hat sich die Finsterzeit bereits ausgebreitet. Es gibt nicht genügend Daten, um die Gefahrenstufe einzuschätzen. Hör auf, Genie. Für dich sind Abenteuer vielleicht neu, aber nicht für uns. Bei dieser Mission erwarte ich einen Schwierigkeitsgrad von... Natürlich behalte ich mir das Recht vor, meine Meinung im Laufe der Mission jederzeit zu ändern. Wie auch immer, durch die Rückendeckung der Rabbit Lumas wird unser steiniger Weg schon etwas weniger beschwerlich. Ich dachte, wir hätten uns auf Sparks geeinigt. Egal. Wichtig ist, dass sie uns helfen. Jetzt, da Misera weiß, dass sie bei uns sind, wird sie uns bestimmt nicht noch einmal belästigen.
Oh.